Die nächste Vortragende ist Constanze Kurz. Ja, sie kommt gleich, sie kriegt auch gleich ein Mikro, damit man sie noch besser versteht. Constanze ist promovierte Informatikerin. Sie ist vielen wahrscheinlich bekannt als eine der Sprecherinnen des Chaos Computer Clubs. Sie ist Redakteurin bei netzpolitik.org und sie ist Autorin. Und ich glaube, morgen kommt das neue Buch raus, nicht wahr? Ja. Wie heißt es? Es heißt, muss ich jetzt sagen, Cyber War. Damit wollte ich dich jetzt nicht davon kommen lassen. Du wirst aber heute nicht über den Cyberwar, naja, doch ein bisschen schon über den Cyberwar sprechen, nämlich über staatliche Spähsoftware. Und ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um mal zurückzugucken, was in den letzten Jahren dazu passiert ist, um mal ein Fazit zu ziehen. Insofern herzlich willkommen und vielen Dank. Ja, danke. Und außerdem bin ich noch eine Ex-Kollegin von Elisa. Wir haben früher mal im Büro geteilt. Eine schöne Zeit. Ich will tatsächlich ein Update geben. Ich habe mir hier ein lustiges Wortspiel erlaubt, weil der Update des Staatstrojaners, das kann man natürlich auch im technischen Sinne verstehen. Es ist ein mehr als 10-jähriger Kampf um diese Schadsoftware und ich will nicht die gesamte Geschichte abreißen, sondern mir geht es eigentlich darum, wo stehen wir da gerade und welche Entwicklungen haben sich in jüngster Zeit ergeben und wie sind sozusagen die politischen Entscheidungen gefallen und aber auch die des Gesetzgebers. Darüber will ich ein bisschen reden. Wie ist die allgemeine Entwicklung? Ich will natürlich nicht hinterm Berg halten, ich war Teil dieser Entwicklung, weil ich mehrfach auch Sachverständige war bei Staatstrojanern. Ich bin ein erklärter Gegner von Staatstrojanern, aber ich habe auch die guten Argumente, die ich euch hier durchaus im Rahmen dieses Updates darstellen werde. Der Begriff des virtuellen Einbruchs ist natürlich ungefähr genauso eine blöde Metapher wie die Online-Durchsuchung, denn ein Einbruch zeichnet sich in der Regel nicht dadurch aus, dass man eine dauerhafte Schadsoftware auf einem System hinterlässt, oder dass man die Tür für jemand Dritten offen lässt. Insofern bitte ich meinen etwas unkorrekten Titel zu entschuldigen. Worüber wir nicht reden, ich werde nicht nochmal zurückgehen, so weit bis zum 27. Februar 2008. Da ist nämlich das erste Urteil zum Staatstrojaner gefallen. Ein sehr wichtiges Urteil. Ich will auf gar keinen Fall irgendwie herabreden. Denn in diesem Urteil vom 27. Februar 2008, was also jetzt über 10 Jahre alt ist, haben wir ein neues Grundrecht geschenkt bekommen, das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Auf dieses Grundrecht werde ich aber mehrfach zu sprechen kommen. Mein Ausgangspunkt wird aber was anderes sein, einfach nur, damit ich so ein paar Jahre dieser Entwicklung des Staatstrojaners wegkürzen kann. Ich muss mal wissen, wie ich hier die Folien bewege. Ich drücke einfach irgendeinen Knopf, oder? Hey, ich bin Informatikerin, ich schaffe das schon. Ich fange nämlich mit dem Staatstrojaner-Hack an, der, über den ich nicht im Einzelnen reden will, der ist vom Oktober 2011. Wer das möchte, kann sich zwei technische Berichte dazu durchlesen, die sind sehr genau. Im Ergebnis war die damals im Einsatz befindliche und relativ breit im Einsatz befindliche Software der Firma Digitas, einer hessischen Firma, nicht nur handwerklich absolut unterirdisch schlecht. Sie eröffnete auch Dritten die Möglichkeit, diese Schadsoftware mitzubenutzen. Sie hatte aber vor allen Dingen ein Problem, dass die rechtlichen Grenzen, die damals gesetzt waren, mit dieser Software nicht erfüllt wurden. Und neben der politischen Diskussion, also wir haben ja die Binaries eins dieser Staatstrojaner auch öffentlich gemacht, hatte das einige relativ konkrete Folgen, auf die ich kurz zu sprechen kommen will, um auch ein bisschen zu vergleichen, was tatsächlich da in der Folge umgesetzt wurde. Nämlich, zum einen erdachte man sich eine standardisierende Leistungsbeschreibung, eine interessante Sache, die es offenbar vorher nicht gegeben hat. Digitas war bereits seit 2001 zertifiziert als technischer Dienstleister, man hatte aber offenbar keine Form von Pflichtenheft oder eben standardisierender Leistungsbeschreibung gemacht. Man hat also jetzt versucht, technisch zu spezifizieren, was soll dieser Staatstrojaner eigentlich können und wie sei das technisch umzusetzen, um eben die gesetzlichen Grenzen nicht zu überschreiten. Und zum anderen hat man sich zu einer BKA-Eigenentwicklung entschieden. Anders als es heute der Fall ist, ging es überhaupt immer nur um ein BKA und um Fälle von schweren Verbrechen, besonders Terrorismus. Tatsächlich ist bis heute die Klammer im BKA-Gesetz für den Einsatz des Staatstrojaners der internationale Terrorismus, also hier nicht mal NSU, sondern internationaler Terrorismus. Das hat sich aber in der letzten Zeit, also namentlich in den letzten 2 Jahren, absolut aufgelöst, nicht nur dadurch, dass wir
den Staatstrojaner für weite, sehr weit unterhalb der Schwelle befindliche Verbrechen in der Strafprozessordnung haben, sondern auch durch die Tatsache, dass der Staatstrojaner in einigen Landespolizeigesetzen und auch in einigen geplanten Landespolizeigesetzen vorgesehen ist. Aber ich komme darauf später nochmal zurück. Ist nur deshalb mein Ausgangspunkt, weil es sicherlich politisch ein Knackpunkt war. Zum einen, weil damals relativ viele Informationen über den tatsächlichen praktischen Einsatz rauskamen, auch über viele Landtage, wo die Opposition kritisch nachgefragt hat, und weil es auch noch eine andere Zeit war in Bezug auf die politische Kommunikation. Denn heute ist es im Wesentlichen so, dass die Bundesregierung gar nichts mehr sagt. Alles ist National Security und man gibt keine Auskunft darüber. Das würde auch den sozusagen dem ganzen Projekt des Staatstrojaners zuwiderlaufen, wenn man zu viele Informationen an die Öffentlichkeit geben würde. Neben dieser BKA-Eigenentwicklung gab es aber auch noch einen anderen Strang, den will ich deshalb erzählen, weil er natürlich auch genau für die technische Weiterentwicklung dieses staatlichen Trojaners wichtig wird, nämlich, dass man trotzdem sich parallel entschlossen hat, bei kommerziellen Firmen einzukaufen, und über die Zeit, wir reden ja erstmal von 2011 und wir sind heute in 2018, haben wir natürlich sehr viel mehr Informationen über kommerzielle Firmen. Zum einen, weil Gruppen und insbesondere es wurde Citizen Lab aus Kanada zu nennen, gibt die sehr informative Berichte über staatliche Hacking-Software gemacht haben, aber auch, weil die Presse sich mehr an diese Überwachungsindustrie rangemacht hat, sozusagen, um über diese Firmen mehr zu erfahren. Wir wissen also deutlich mehr über diese Anbieter, und in Deutschland ist es insbesondere das Produkt FinSpy von der Firma Finn Fischer, und in diesem speziellen Jahr, wenn ich mich recht erinnere, im Februar, war sehr schön, genau zum 10-jährigen Jubiläum des Grundrechts auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme, wurde dieser kommerzielle Trojaner freigegeben. Ob er tatsächlich eingesetzt wird, ist bisher unbekannt. Wer also ein Exemplar davon hat, so bitte ich doch um Übergabe. Auf jeden Fall ist es möglich, dass das BKA seither diesen Trojaner einsetzt, offenbar erfüllt, der die Anforderungen, überprüfbar ist das nicht, von keiner Behörde. Denn nach wie vor ist es auch nicht vorgesehen, dass diese kommerziellen Partner den Quellcode dieser Software rüberrücken. Auch die Aufsichtsbehörden, namentlich wäre das beim BKA ja die Bundesbeauftragte für den Datenschutz, kann keinen Einblick daran nehmen. Insofern, vielleicht sollte man, also wer Lust hat und sich ein bisschen über die Firma Finn Fischer informieren will, die haben ganz sicher Blut an ihren Händen, die haben wenig Hemmungen, auch mit den Diktaturen dieser Welt zu arbeiten. Da kann man eine Menge finden, weil einfach über diese Firma mittlerweile eine Menge bekannt ist. Das hat die Bundesregierung in keiner Weise gestört, die sozusagen, die als Geschäftspartner zumindest in Erwägung zu ziehen und letztlich auch tatsächlich mit ihnen ins Geschäft zu kommen. In den Landesgesetzgebungen, insbesondere in den Landtagen, ist das etwas anders. Mein Eindruck war, also ich war auch in einigen Polizeigesetzgebungen Sachverständige, dass in den Landtagen schon einige Parteien, auch regierende Parteien, Bedenken haben, mit solchen Firmen ins Geschäft zu kommen. Aber eine konkrete Regelung, die das untersagen würde, hat keins der bereits beschlossenen oder jetzt im Entwurf befindlichen Polizeigesetze des Landes enthalten. Das heißt, dieser zweite Strang, der existiert, und von der Potenz, wenn wir mal ehrlich sind, von der technischen Potenz, ist es natürlich eine andere Liga. Das ist in vielen Beispielen getestete Software, die sie auch, also so Lama-deckenartig, auch verticken in Verkaufsveranstaltungen, wo es Videos gibt, in denen die beworben werden. Das ist natürlich, glaube ich, ein anderes Geschäftsfeld, wo man in diesen Hacking-Überwachungsfirmenmarkt natürlich dann auch staatliche Gelder investiert. Okay, ich will auf das zweite Urteil kommen. Die meisten werden das wissen. Es gab ein weiteres Urteil zum Staatstrojaner, allerdings in einer anderen Konstellation als noch vor 10 Jahren. Es ist in verschiedener Hinsicht eine andere Konstellation. Es gab auch hier eine sehr lange Anhörung. Und man hat auch wieder technische Sachverständige gehört. Das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich. In einem Gericht wird zunächst natürlich die juristische Perspektive einnimmt. Das hat man hier aber getan. Waren wieder 6 oder 6,5 Stunden Anhörung. Aber BKA-Gesetz, um das sich da gestritten wurde, war von hoher Komplexität und hatte sehr, sehr viele Elemente neben dem Staatstrojaner, die da enorm umstritten waren. Auch andere technische Überwachungsmaßnahmen, aber auch darüber hinaus, da ging es auch noch um die Ermittlung von Überwachungsdaten ins Ausland. Da ging es natürlich auch um
Streit, den man generell hat um technische Überwachungsmaßnahmen und wie man die Frage des internationalen Terrorismus, die sich immer an diesem BKA-Gesetz wie so eine Klammer drum befindet, wie man die definitorisch auflöst. Da waren also eine Menge mehr Fragen. Ich würde sagen, ungefähr ein Drittel der Anhörung hat sich überhaupt nur mit der Frage des Staatstrojaners beschäftigt, und zwar beide Varianten. Diese beiden Varianten, da komme ich gleich nochmal ein bisschen näher drauf, die gibt es nach wie vor, nämlich die Quellen-TKÜ, Quellentelekommunikationsüberwachung und die Online-Durchsuchung, die sich darin unterscheiden, dass die Online-Durchsuchung das gesamte, ohne irgendwelche Einschränkungen, informationstechnische System durchleuchten kann und daraus Daten ausleiten kann, und die Quellentelekommunikationsüberwachung, die ihre Grenzen in der laufenden Kommunikation hat. Oder jedenfalls fast. Komme ich gleich nochmal drauf. Das Urteil ist in Bezug auf den Staatstrojaner in beiden Varianten enttäuschend, weil es keine weiteren Sicherungen gibt, die anschlössen an dieses 2008er Urteil, sondern weil letztlich vor allen Dingen die Tatsache, dass es angeblich zwei verschiedene Arten von Staatstrojanern gäbe, nämlich den für das gesamte System und den für die laufende Kommunikation, weil es diese Festlegung eigentlich manifestiert. Das heißt, naja, ich will vielleicht mal generell sagen, mir ist das damals sehr aufgefallen. Dieses Urteil drückt natürlich auch einen gewissen Zeitgeist aus. Die Tatsache, dass damals der Minister Thomas de Maizière selbst erschienen ist, was nicht häufig vorkommt, dass er eine sehr emotionale Rede für technische Überwachungsmaßnahmen im Fall von internationalem Terrorismus gehalten hat, hat dieses Verfahren aus meiner Sicht sehr beeinflusst. Nicht nur, weil er... Also ich meine, er ist ja selbst Jurist, oder der Minister war Jurist, sondern weil er eben auch die Gefahren und den ganzen Zeitgeist, der sich mit der Terrorismusabwehr verbunden hat, da sehr dezidiert vorgetragen hat. Und man sehr deutlich gemerkt hat, dass dieser Senat, der darüber verhandelt hat, nicht mehr derselbe war wie vor 10 Jahren, der Senat unter Hans-Jürgen Papier und dem Berichterstatter Hoffmann-Riem. Das drückt sich in dem Urteil auch sehr, sehr klar aus. Im Prinzip ist sozusagen zwischen den Zeilen überall zu lesen, auch bei anderen technischen Überwachungsmaßnahmen, dass im Falle von Terrorismus man eigentlich im Prinzip Verständnis dafür hat. Das hat sich also sehr gewandelt, das war mir hier sehr greifbar. Das war schon vorher so, ich war auch Teil der Verhandlungen zum Antiterrorgesetz, etwa zu der Datenbank, die sich mit der Antiterrordatei verbindet. Auch da hat man das schon gemerkt, aber hier war das noch sehr viel stärker. Das Problem war aber auch, dass es ein 5-jähriges Verfahren war, dass es sehr, sehr komplex war, sehr viele verschiedene Punkte in den Verfassungsbeschwerden angebracht waren und dass es sehr schwer war, das noch zu politisieren, weil letztlich schon eine neue Regierung, die gar nicht mehr dieses Gesetz gemacht hatte, verantwortlich war. Also aus meiner Sicht war auch die politische Diskussion darum schwieriger als bei dem Urteil davor. Es gab aber auch einen Vorteil. Aus meiner Sicht war die Öffentlichkeit sehr viel besser informiert über die Möglichkeiten. Was bedeutet eigentlich so ein Trojaner? Was kann ein Trojaner? Als wir das noch so 2007, 2008 hatten, wo man, also zumindest was mich angeht, aber was auch andere technische Sachverständige angeht, wir eigentlich vor allen Dingen Erklärbärt haben. Zwar sehr stark. Und hier war auch unter der Tatsache, dass man in jeder Zeitung über Schadsoftware und Spionagesoftware mittlerweile lesen kann, die Öffentlichkeit sehr viel mehr informiert. Es gab eine große Aufmerksamkeit dafür, aber im Ergebnis ist zumindest für beide Varianten des Staatstrojaners wenig gewonnen. Zwar sind Teile des BKA-Gesetzes verfassungswidrig und der Gesetzgeber musste auch Änderungen vornehmen, aber wir haben sicherlich nicht so ein starkes Signal wie 2008 erhalten. Ich will auch gleich mal zu den politischen Folgen kommen, das ist mir sehr wichtig. Unmittelbar noch an dem Tag hat sich der damalige Innenminister de Maizière vor die Presse gestellt und mehrfach betont, dass er dieses Urteil vollumfänglich ausnutzen will, im Sinne von das auch als Kopiervorlage zu nutzen, was auch geschehen ist, also sozusagen die Grenzen, die Karlsruhe setzt, unmittelbar ein neues Gesetz zu gießen, was letztlich dann auch geschehen ist. Es ist heute auch umstritten, ob das neue BKA-Gesetz, was dann kam, verfassungsgemäß ist. Vor allen Dingen aber umstritten ist die sozusagen das Rüberholen dieser Grenzen in die Landespolizeigesetze und in die Strafprozessordnung. Weil, ich will nochmal hervorheben, im BKA-Gesetz ging es um die Abwehr des internationalen Terrorismus. Das ist die Klammer um dieses Gesetz und darum ging es auch. Und wir haben uns längst weit entfernt von Terrorismus, die Staatstrojaner-Regelungen in der StPO, also Strafprozessordnung.
aber auch in den Landespolizeigesetzen betrifft. Ich will eins besonders hervorheben. Das hat einen bestimmten Grund, das ist nämlich das Polizeiaufgabengesetz in Bayern, das ist bereits beschlossen. Ich glaube, es gibt noch mal eine fette Demo am 3. Oktober jetzt und ich hoffe, dass sich da viele in München zusammentun, die waren ja schon recht beeindruckend. Aber dieses bayerische Polizeiaufgabengesetz hat eine gewisse Relevanz für uns alle, denn unser Heimatminister ist ja Bayer, wie wir wissen. Der mag als irgendwie politischer Lame Duck gelten und auch als nicht mehr ernst zu nehmen. Dennoch plant er mit seinen Kollegen zusammen, dieses Polizeiaufgabengesetz als Mustervorlage für ein Musterpolizeigesetz aufzunehmen. Das hat er auch so gesagt. Jetzt ist es derzeit ein bisschen glücklich aus meiner Sicht, weil sich eigentlich Seehofer zu nichts in diesem Feld überhaupt äußert. Der hat ja eigentlich nur ein Thema, der ist ja ein sehr monothematischer Minister. Das kann aber durchaus ein Vorteil sein, denn zu technischen Überwachungsmaßnahmen oder auch zu Südkreuz, zu anderen Fragen, die technisierte Überwachung angehen, sagt er eigentlich wenig. Mal sehen, wie das nach der Bayernwahl sein wird. Aber die Justizministerkonferenz hat über dieses Musterpolizeigesetz schon gesprochen, was dann natürlich auch hieße, dass alle Bundesländer eine vergleichbare Regelung bekommen würden, die jeweils beide Varianten des Staatsfeuerners enthielte. Also jedenfalls, er hat seine Drohung da durchaus wahr gemacht. Das ist aber auch so ein Zeitgeist-Ding aus meiner Sicht. Die Grenzen, die Karlsruhe setzt, werden tatsächlich als Kopiervorlage dann wieder für Gesetze benutzt. Also es ist nicht so, dass man nicht bis genau an diese Grenze dann auch gehen will. Das finde ich immer wieder ausgesprochen beunruhigend, gerade in dieser Überwachungsgesetzgebung. Okay. Gibt es ja eigentlich irgendeine Uhr? Macht mir irgendjemand ein Zeichen, wenn ich langsam aufhören soll? Ja, danke, Elisa. Die Strafprozessordnung. Ich hebe die besonders hervor, weil die natürlich in vielerlei Hinsicht in einem bemerkenswerten Prozess zustande gekommen ist. Zum einen habe ich selten für so eine weitreichende Regelung, die auch schon jahrelang umstritten war, eine derart beschleunigte Gesetzgebung gesehen, wo ja auch dann so hintenrum in eine ganz andere Regelung, nämlich im Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens diese Regelung für den Staatsfeuerner reinkam. Mit heftiger Kritik sozusagen, aber beide Regierungsparteien haben sich eigentlich in der Sache dazu kaum geäußert. Es gab noch einen harschen Brief der Bundesbeauftragten für den Datenschutz, die ja sonst kein Wort sagt, aber hier hat sie sich wenigstens mal dezidiert geäußert. Es gab überhaupt keinen Sachverständigen in der Anhörung, der nicht eine massive Kritik hatte, aber sozusagen diese enorme Erweiterung des Staatsfeuerner Einsatz wurde ohne viel Federlesen durchgewunken. Was wir jetzt praktisch haben, ist mehrere Dutzend verschiedene Arten von Verbrechen, die bis runtergehen zu Urkundenfälschung oder zu also was wie natürlich Betäubungsmittelgesetz und Daten. Man könnte sich die einzeln raussuchen. Der Punkt ist nur, dass es mehrere Dutzend sind, die weit unterhalb der Schwelle sind, über die wir eigentlich immer geredet haben, nämlich schwerste Verbrechen, die auch die Bundesrepublik in ihrem Bestand gefährden, also die jedenfalls einen Terrorismusbezug haben oder zumindest das Leben oder die Gesundheit von Menschen ernsthaft gefährden. Wir sind also weit davon entfernt. In einem parlamentarischen Prozess, den ich so, muss ich sagen, auch noch nie erlebt habe, in der Rigorosität, wie diese weitgreifenden Befugnisse da durchgesetzt wurden und wie auch die verschiedenen Stellungnahmen und Sachverständigen, die der Bundestag sich da heranzog, Ignoranz behandelt wurden. Ich will dazu kurz nochmal im Detail was sagen. Also nur damit man könnte viel über die Änderungen reden. Ich will aber sozusagen den Kern mal herausheben. Das eine ist die Quellen-TKÜ, also die Quellentelekommunikationsüberwachung, wird im Wesentlichen wie eine allgemeine Telekommunikationsüberwachung behandelt. Ich will kurz den Unterschied klar machen. Das wird wahrscheinlich den meisten hier deutlich sein. Eine normale Telekommunikationsüberwachung, die in der Regel eine Telefonüberwachung ist, wird mit Hilfe des Anbieters gemacht, indem standardisierte Abhörschnittstellen hier in Deutschland und in Europa verbreitet sind. Man nimmt also sozusagen die Kommunikation beim Anbieter ab. Ein großer Unterschied natürlich dazu, als wenn ich das Gerät, auf dem die Kommunikation stattfindet, hacke. Diese Gleichsetzung ist natürlich in vielerlei Hinsicht kritisiert worden, sie ist aber auch technisch dämlich, man kann das nicht anders sagen. Die Risikodiskussion hat sich natürlich über die Jahre entfaltet in gewisser Weise.
Da geht es um ganz verschiedene Bereiche, so was wie, sollte der Staat mit unseren Steuergeldern überhaupt so eine Form von bezahlen für Sicherheitslücken oder bezahlen für kommerzielle Trojanerpartner. Generell die Unterstützung dieser ganzen Industrie, die darauf basiert, Sicherheitslücken möglichst lange geheim zu halten, um daraus ein Geschäft zu machen, sollten wir das unterstützen? Ist es eigentlich ein Nachteil für die innere Sicherheit, wenn man das mal ein bisschen größere Perspektive nimmt? Kann man in einer Zeit, wo wir über Milliardenschäden von solchen Trojanern, namentlich NotPetya und WannaCry, kann man überhaupt diesen politischen Weg weitergehen, wenn man jetzt mal ein bisschen größere Sicht sieht, also welche Risiken man in Kauf nimmt, wenn man in diesen Markt investiert. Wieso glauben die Polizeien, ob es Landespolizeien sind oder BKA, dass die besser seien als die NSA und die CIA, deren kompletter Trojanerschrank abhanden gekommen und ins Netz gewandert ist? Wieso glauben die eigentlich, die können das besser? Okay, das war der Punkt für den, okay, also da hängen eine Menge Probleme dran. Wer kann eigentlich überprüfen, welche Versprechungen die kommerziellen Partner machen? Ja, da hängen eine Menge verschiedene Probleme an diesen Risiken, die sich aus meiner Sicht auch verändert haben über die Jahre. Die Diskussion hat sich ein bisschen mehr auf diese Risiken fokussiert. Ja, das meiner Sicht auch ein Nachteil ist. Ich meine, natürlich, ich bin jetzt ein Hacker und ich sehe das auch sicherlich aus der Angreiferperspektive stärker. Aber die ursprüngliche Diskussion um diese Staatstrojaner drehte sich um was anderes, nämlich um den Kernbereich der privaten Lebensgestaltung, um unsere Intimsphäre. Und ich will nochmal betonen, dass es hier einen Unterschied gibt zwischen Privatsphäre, eine lange Diskussion in Deutschland, die brauche ich hier niemandem erzählen, und diesem Konzept des Kernbereichs der privaten Lebensgestaltung, also dem innersten, höchstpersönlichen Kern einer Persönlichkeit, in die hier eingegriffen wird. Und wo eigentlich sich mal die Diskussion drum drehte, wo man über das ausgelagerte Gehirn geredet hat und darüber, wie der Alltag und auch eine gewisse Geschichte eines Menschen in technische Artefakte hineingeht und wer unter welchen Umständen daran eingreifen darf. Die IT-Sicherheitsdiskussion, die aus meiner Sicht sehr wichtig ist, hat das natürlich überlagert in gewisser Weise. Also die Tatsache, dass wir diesen Kernbereich und die Frage, wie weit sind eigentlich diese Geräte schon so Form von Extension unserer Körper, wie viel vertrauen wir denn eigentlich an? Was sagt eigentlich das Grundrecht, wenn es über eine Gewährleistung der Integrität und Vertraulichkeit redet, wenn wir immer nur darüber reden, auf welchem Wege sie hintenrum da reinkommen? Und wie totalitär ist diese Ansicht, dass es keine Wege der Kommunikation geben darf, die nicht geschützt seien? Also diese Debatte um das Going Dark, die ja noch parallel dazu lief und die eigentlich ursprünglich mal eher im US-amerikanischen Raum sehr stark debattiert wurde, weil die Geheimdienste die aufbrachten, aber die sich auch bei uns sehr verbreitet hat. Finde ich eine schwierige Diskussion, die man unbedingt hätte führen müssen, als die Strafprozessordnung im Gesetzgebungsprozess war, die aber einfach abgewürgt wurde, kann man sagen. Das heißt nicht, dass es nicht auch gibt einen gewissen juristischen Streit, also einen akademischen auch und eine Menge Papiere, so ist es nicht, und gibt auch eine Menge Techniker, die darüber geschrieben haben, aber aus meiner Sicht ist es im politischen Prozess in keiner Weise so reflektiert besprochen worden, wie es hätte nötig oder wie es nötig gewesen wäre. Okay, also nicht okay, aber ist jetzt so. Ich will eine kleine Ausnahme machen, die auch ein bisschen zurückgeht auf dieses BKA-Gesetzurteil. Bei der Online-Durchsuchung, also der Trojaner, der alle Aspekte sozusagen der Festplatte betrachten darf und auch ausleiten dürfte, da hat man den Verdacht auf eine besonders schwere Straftat, und im Prinzip, das stimmt nicht ganz, Juristen würden mich dafür, glaube ich, kritisieren, aber im Wesentlichen hat man die Schranken des großen Lauschangriffes genommen. Was auch bedeutet, ganz praktisch bedeutet, dass es zu diesen Online-Durchsuchungen in der Strafprozessordnung natürlich nur im wirklichen Ausnahmefall kommen kann. Ich weiß nicht, wer sich jetzt hier noch daran erinnert, der Streit um den großen Lauschangriff war der, um sozusagen, ich sag's mal umgangssprachlich, um die Wanze im Schlafzimmer, also auch, da ging es auch um den Kernbereich der privaten Lebensgestaltung, und man hat hier sehr große Grenzen gesetzt, juristische Grenzen, und die werden auch tatsächlich beachtet. Es gibt eine Statistik, die man sich ansehen kann, also wie selten große Lauschangriffe, also Wanzen in Wohnungen, kann übrigens auch mal eine Küche sein, also es geht ja nicht immer nur im Schlafzimmer,
wie selten die tatsächlich platziert werden, weil die juristischen Schranken so groß sind. Insofern, die Hoffnung kann man zumindest im Rahmen der Strafprozessordnung haben, dass die Online-Durchsuchung als sozusagen Full-Spektrum-Trojaner nicht so sehr häufig sein wird, wird aber natürlich auch erst die Zeit zeigen. Ich will diese Einschränkung aber wenigstens mal betont haben. Mittlerweile sind 4 Verfassungsbeschwerden anhängig, von denen man weiß, also weil es könnte schon sein, dass es noch mehr sind, aber das sind sozusagen diejenigen, die auch relativ viel Aufmerksamkeit erregt haben. Die meisten wissen, die fokussieren sich sehr stark eben auf die Quellen-TKÜ und die Online-Durchsuchung. Da gibt es noch andere Aspekte, aber das ist im Wesentlichen der Kern dieser Verfassungsbeschwerden. Ein Teil davon, einige davon sind im Netz auch nachzulesen, die sind auch übrigens für Nichtjuristen durchaus interessant. Wir werden vor allen Dingen, glaube ich, warten müssen, wie lange das Gericht braucht, um die zu behandeln. Ich habe aber eigentlich keine Zweifel, dass sie zumindest diese Fragen wieder aufrollen, weil sie so ein paar Sachen erlaubt haben in diesem Update der Strafprozessordnung, die mit den vorangegangenen Urteilen überhaupt nicht einhergehen und wo, glaube ich, die Juristen eine sehr gute Argumentation vorgebracht haben. Ich glaube, die technischen Argumente sind nicht unwichtig, die finden sich auch in all diesen 4 Verfassungsbeschwerden. Ich glaube, da werden wir aber zumindest nach den Erfahrungen der letzten Jahre noch eine Weile warten müssen, bis wir da Ergebnisse haben. Zumindest ein Zurückstutzen würde mich jedenfalls nicht überraschen. Das heißt aber nicht unbedingt viel, glaube ich, für den allgemeinen Zeitgeist, denn wir haben noch eine andere parallele Entwicklung, die ich jetzt mal von diesen ganzen juristischen Sachen trennen will. Das ist nämlich eine Form von, ich habe jetzt mal technisches Wettrüsten genannt, es liegt an den Entscheidungen, die parallel dazu fielen in Bezug auf die Behörden oder Institutionen, die gegründet wurden, um eine Form von technischer Unterstützung zu leisten. Hier ist besonders CITES zu nennen, die Zentralstelle für, ich habe jetzt gerade die Abkürzung nicht parat. Das ist eine Behörde, die ziemlich nah bei der Bundeswehr-Uni angesiedelt ist und sozusagen eine Form von technischer Dienstleistung, nicht nur im Bereich Angriff auf Verschlüsselungssysteme oder offensive Angriffsmethoden, sondern auch noch in anderen Bereichen, etwa Forensik, liefern soll, die tatsächlich, da haben die gar keine Scham, einen BND-Mann an der Spitze hat, als sei das normal. Und die bisher faktisch noch im Aufbau ist. Die haben natürlich begonnen damit, die ganze Struktur aufzubauen und noch wenig Inhalte zu liefern. Da wird aber auch ganz sicher nicht viel kommen. Das ist alles natürlich geheim und da wird wenig gesagt, obwohl der Chef von CITES auch durchaus sich einigen Diskussionen gestellt hat. Mal sehen. Eine andere Sache ist die Agentur für disruptive Innovationen in der Cybersicherheit, das ist wirklich der Name. Mittlerweile benutzen aber die beiden Ministerien, die nämlich unser Heimat- und Innenministerium von Seehofer und das Verteidigungsministerium von Ursula von der Leyen, den Begriff disruptiv nicht mehr. Das heißt, sie haben die Abkürzung ADIC für diese Agentur, aber sie fanden disruptiv dann doch so peinlich, dass sie es nicht mehr nehmen. Sie heißt jetzt Agentur für Innovationen in der Cybersicherheit. Wahrscheinlich bei ihnen der Spott zu viel, aber sie haben das Akronym nicht mehr geändert. Also sie heißt weiterhin ADIC. Ja, wir hatten viel Spaß damit im Netzpolitik-Quiz. Naja, die ist sozusagen aus meiner Sicht ja noch ein Zacken dreister, weil diese Kooperation zwischen dem Verteidigungsministerium und dem Innenministerium ist ja nicht der Normalfall in Deutschland. Da geht es natürlich in diese Richtung, die auch politisch ein bisschen debattiert wird. Hackback, also inwieweit darf man zurückhacken und gegen wen und unter welchen Bedingungen? Inwieweit ist das Völkerrecht da betroffen? Da gibt es auch eine sehr interessante Studie der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags. Welche Entitäten in Deutschland dürfen das? Also die Armee, also die Geheimdienste, die Polizei, also das ist noch so ein bisschen im Fluss. Es gibt auch noch keine Gesetzgebung darüber, aber die Agentur steht natürlich in diesem Zusammenhang. Die Darstellung, die von der Leyen und Seehofer dazu machten, war natürlich eine andere. Die haben in jedem zweiten Satz in dieser Pressekonferenz DARPA erwähnt, also um diese Anleihe an die amerikanische Agentur zu machen, aber ganz viel betont. Aber ehrlich gesagt konnte bei der Pressekonferenz, das ist ja erst so 3 Wochen oder 4 Wochen her, gar nicht viel Informationen über diese Agentur rausgeholt werden, weil das so kurz nach Chemnitz war und die anwesende Presse eigentlich nur darauf wartete, dass die Statements fertig waren und sie Seehofer nach Chemnitz fragen konnten, weil der sich dazu noch nicht weiter geäußert hatte. Also tatsächlich wissen wir relativ wenig über diese Agentur bisher. Also bis auf eben diese etwas verunglückte
Pressekonferenz am Anfang und den verunglückten Namen. Definitiv ist es aber natürlich, wenn man sich ansieht, wie die Bundeswehr in der letzten Zeit, auch Ursula von der Leyen hat sich dazu ein bisschen geäußert, wie sie sich positioniert in Bezug auf CNO, Computer Network Operations, und die Frage von Hackback und wer das eigentlich machen kann. Und dadurch, dass die Agentur von beiden, also Innenministerium und Verteidigungsministerium, gegründet wurde, ist schon ein relativ klare Zeichen so der strukturellen Positionierung hier. Okay, ich will mal noch auf einen anderen Bereich kommen. Wir haben auch noch ein Geheimdienstproblem. Also wir haben verschiedene Geheimdienstprobleme, aber wir haben eins, was sich mit dem Staatsräuber verbindet. Oh, ich muss schneller reden. Da war am deutlichsten aus meiner Sicht die Diskussion in Hessen. In Hessen gab es das erste Landespolizeigesetz und gleichzeitig auch Update des Landesamts für Verfassungsschutz, wo ein geheimdienstlicher Trojaner enthalten war. Und ein interessanter Streit. Also auch hier hatten die sehr, sehr verschiedene, auch über 20 Sachverständige geladen, die auch alle Stellungnahmen abgegeben haben. Aber auch hier war im hessischen Gesetzentwurf sehr viel mehr als nur der Trojaner drin. Aber es war der erste, wo sie einfach plötzlich diesen Staatsräuber für Geheimdienste öffnen wollten. Also sie haben da so ein ziemlich kleines Landesamt für Verfassungsschutz in Hessen. Und plötzlich sollten die irgendwie hacken dürfen. Fand ich noch völlig normal. Im Ergebnis aber, muss ich sagen, zu meiner Überraschung, hat der Hessische Landtag sich dagegen entschieden. Zwar darf die hessische Polizei jetzt hacken, aber sie haben es nicht für das Landesamt für Verfassungsschutz zugelassen. Waren wir doch überrascht, weil wahrscheinlich ist man als Sachverständiger schon so gewohnt, dass die eigenen Stellungnahmen geschreddert werden, dass man gar nicht mehr erwartet, dass sie tatsächlich dem folgen. Aber es gab auch eine relativ breite Kritik, die jetzt auch in die Zeitung getragen wurde. Und eine Demo im Februar. Oh. Da ist aber eine interessante Sache drin, die ich hier mal rauskopiert habe, die ich so noch nicht gesehen hatte. Nämlich, dass sie in Hessen auch noch dritte Computer hacken wollten. Also da hat man sozusagen noch so eine Fortsetzungsregel für den Staatsräuber drin gehabt. Nämlich, dass wenn die überwachte Person auch informationstechnische Systeme Dritter verwendet, kann die Online-Durchsuchung auch auf diesen Computern Dritter durchgeführt werden. Das war neu. Gab es natürlich auch eine Menge Kritik, auch juristischer Art. Aber tatsächlich ist diese Regelung drin geblieben, nur nicht für die Geheimdienste, sondern für die hessische Polizei. In Hessen war die Diskussion natürlich sowieso noch ein bisschen anders. Also Landtag ist nicht Bundestag. Kann das für alle Anhörungen sagen, wo ich jetzt bei Landespolizeigesetzen dabei war. Die Landtagsdiskussionen sind aus meiner Sicht sehr viel sachlicher als im Bundestag, wo man auch merkt, dass die Abgeordneten, auch die der Regierungs- und der Oppositionsseite, oft wirkliche technische Erkenntnisinteresse haben. Das kann ich im Bundestag eigentlich selten feststellen. Dennoch bleiben natürlich diese so ein bisschen diese Regierungs-Oppositionsgräben, die man hier auch gesehen hat. Ich will aber beim Geheimdienst was anderes nicht verschweigen, weil wir schon über Geheimdienst-Trojaner reden. Nämlich, dass unser Heimatministerium, also namentlich ein Staatssekretär, jetzt durch die Landen tingelt. Ich habe über das Informationsfreiheitsgesetz mal eine seiner Reden frei bekommen und also auch Hacken für den Verfassungsschutz fordert. Nun muss ich sagen, diese Rede, Staatssekretär Wittwald, war noch vor der Maßen-Anomalie. Möglicherweise würde man heute jetzt nicht mehr ganz so offensiv an dieses Bundesamt für Verfassungsschutz gehen, aber es ist auch von der Begründung her so, die dürfen wir jetzt alle, warum sollen wir das nicht auch dürfen? Es ist ja jetzt sozusagen breit in der Strafprozessordnung in mehrere Landespolizeigesetze übergegangen. Warum nochmal soll der Verfassungsschutz jetzt nicht auch hacken? Besteht natürlich ein großes Problem damit. Schon bei der Polizei sagt die Regierung in der Regel nichts und es gibt ganz wenig Möglichkeiten der Kontrolle, wenn der Geheimdienst hacken wird, wenn wir genau gar nichts darüber erfahren. Weder ob es eine Eigenentwicklung ist oder ob es ein kommerzieller Partner ist, wie oft, die werden gar nichts erfahren. Das sind alle Bereichsausnahmen, wo wir davon ausgehen können, dass es überhaupt keine Form von öffentlicher Kontrolle gibt. Also müssen wir sehr, sehr wachsam sein, ob sie diese Idee tatsächlich umsetzen. Wenn wir vielleicht mal sehen nach der Bayernwahl, wenn wir einen ernsthaften Innenminister haben, wie sich das weiterentwickelt. Mal sehen. Also ich finde es natürlich sehr beunruhigend, auch mit welcher Selbstverständlichkeit diese Geheimdienste in die Trojaner-Debatte integriert werden. Aber ich muss schneller reden, ich habe nicht so viel Zeit. Ich will natürlich die Gesamtüberwachungsrechnung aufmachen. Ja. Ich habe schon ein bisschen angesprochen, dass sich die ganze Diskussion um die Sicherheit verändert hat, dass selbstverständlich die Trojaner mittlerweile für ganz andere Geräte, ich habe die jetzt mal im Hintergrund hier unauffällig abgebildet, die sind natürlich sehr stark auf Mobilgeräte mittlerweile, während sich am Anfang die Diskussion
regelmäßig zum Beispiel auf Skype, auf Desktop-Computern gedreht hat, ist es heute natürlich längst irgendwie Tablets und Mobiltelefone, und sie haben auch schon angekündigt, dass sie also Staatstrojaner auch für mobile Geräte haben. Das hat sich sehr verändert. Aber ich glaube, die gesamte Gesamtüberwachungsrechnung müssen wir neu aufmachen und auch, glaube ich, stärker fordern. Es wird wenig getan. Das ist mir jetzt auch in den Landespolizeigesetzen stark aufgefallen, dass man nicht mehr die Gesamtheit der Möglichkeiten, die jemand, der vielleicht auch zu Recht überwacht wird, an verschiedenen Datensätzen haben kann, sondern das wird alles sehr einzeln betrachtet. Und dieser Zeitgeist, dass es keine Art von Kommunikation geben dürfte, in die man nicht hineinschauen kann, der ist aus meiner Sicht stärker geworden, wo wir, glaube ich, noch doller betonen müssen, dass wir technisierte Überwachung in ihrer Gesamtheit betrachten müssen und nicht immer nur vereinzelt. Und hinzu will ich, glaube ich, noch mal einen zweiten Punkt nehmen, der ist vielen bewusst, die sich damit beschäftigen, dass diese Überwachungsauswertung und Hacking-Industrie ein richtig signifikanter Industriezweig geworden ist, insbesondere durch die enormen Gelder, die aus dem Geheimdienstbereich da reinfließen, und dass sich Deutschland anschickt, da selber zu investieren. Das ist eine große Änderung, weil sie natürlich auch diesen Markt professionalisiert und aber auch letztlich die Schwachstellen in Software, mit denen wir jeden Tag zu kämpfen haben, auf eine Weise ausbeutet, wie wir das, glaube ich, vor ein paar Jahren so noch nicht gesehen haben, und wo letztlich diesen Markt noch gar nicht gab, als wir das erste Urteil zum Staatstrojaner haben, und der hat sich ausdifferenziert zu einem großen Gebilde. Ich kann immer wieder empfehlen, die Studie, die Privacy International macht, immer einmal im Jahr, um sich klar zu machen, wie groß dieser Markt ist. Und als letztes, also da will ich jetzt nicht so viel sagen, könnte man viel zu sagen. Natürlich, also wir haben Transaktionen werden Kommunikationen. Dinge, die wir automatisieren in all den Geräten, die eher Handlungen sind, die kommen mit rein in so eine Auswertung. Und die betreffen natürlich auch den Staatstrojaner. Klar, niemand von euch würde mir sein Mobiltelefon geben. Und ihr könnt es verstehen. Aber dazu brauche ich, glaube ich, nicht so sehr viel sagen. Ich will einen letzten Punkt noch machen, den ich jetzt vor allen Dingen in den Landtagen auch immer in die Sachverständigengutachten mit reingeschrieben habe, dass sie keine Grenzen setzen. Der Begriff des informationstechnischen Systems ist so breit, dass sie keine Rücksicht nehmen, ob es vielleicht ein Gerät ist, was die Gesundheit oder das Leben von Menschen gefährden kann. Nicht erst seit wir die paar Hacks, die es jetzt schon gab, beim Jeep zum Beispiel, aber auch andere gesehen haben, sondern ich glaube, das muss man noch holistischer betrachten, dass man die Art der informationstechnischen Geräte, die gehackt werden dürfen, staatlicherseits beschränkt. Ich werde vielleicht, wie viel Zeit habe ich noch jetzt, bitte? Ich muss eine kurze Geschichte aus dem Landtag in Niedersachsen, also in Hannover, erzählen, wo es auch um diesen Trojaner ging. Ich hatte den Punkt angesprochen, auch ins Gutachten, der CCC hatten, also nicht ich alleine, der CCC hatten Gutachten abgegeben, wo wir das auch drin haben. Und da hat sich so eine interessante Diskussion entspannt, und zwar mit Doris Schröder-Köpf, die für die SPD dort drin sitzt. Ich hatte also erläutert, dass ich eine gute Idee fände, wenn der Gesetzgeber hier eine Beschränkung einbauen würde und sozusagen so weit wie Medizinalgeräte oder eben Fahrzeuge, in denen Menschen sitzen, ausnimmt, als Ausnahme. Da sagte Dorit Schröder-Köpf zu mir, ja, sagt sie, Frau Kurz, aber wenn wir das machen, dann steht es ja so im Gesetz, und dann wissen ja die Verbrecher, dass sie darüber kommunizieren können. Und ich musste erst kurz pausen, was sie eigentlich sagt, und ich sage, ich muss Ihnen da was sagen, sage ich zu ihr. Falls Sie angenommen haben, das Hacken, das staatliche Hacken ist so wie in US-Vorabendserien, das ist nicht der Fall. Es gibt ganz viele Geräte und Betriebssysteme, die Sie nicht hacken können. Wenn Sie also eine Ausnahme für Medizinalgeräte oder vielleicht für Fahrzeuge reinschreiben, heißt das noch lange nicht, dass es die einzige Ausnahme wäre, die irgendwelche Verbrecher ausnutzen können. Aber das sagte mir was über diese Denke, die dahinter steckt. Also A, dass Sie nach wie vor eigentlich nicht wissen, wovon Sie reden, wenn Sie von Staatstrojanern sprechen, sondern so eine Vorstellung haben wie im Fernsehen. Ja, jedes Gerät ist so zack, zack, zack. Können Sie auch nicht vorstellen, dass es sehr viele Betriebssysteme oder Geräte gibt, wo man nicht schnell reinhacken kann, und dass sie kein Bereich, und sei er sogar verbunden mit sozusagen dem Leben und der Gesundheit von Menschen, auch nur potenziell ausschließen wollen. Ich fand das, ich musste mich erstmal wieder fangen, als mir klar war, was sie da eigentlich fragt, und das ist nur ein Beispiel. Also mir geht es jetzt nicht um diese Person, mir geht es um die Denke. Das fand ich sehr gruselig. Aber weil ich nicht so negativ enden will, jetzt muss ich irgendwie die Kurve kriegen zu was Positivem, oder? Habe ich ein kleines Zitat aus dem allerersten Urteil, weil der 10 Jahre alt ist. Ich möchte an was erinnern, nämlich
dass schon vor 10 Jahren die Verfassungsrichter, die uns das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme geschenkt haben, was andere im Blick hatten, an was ich erinnern will. Eine staatliche Datenerhebung aus komplexen informationstechnischen Systemen weist ein beträchtliches Potenzial für die Ausforschung der Persönlichkeit des Betroffenen auf. Das gilt bereits für einmalige und punktuelle Zugriffe wie beispielsweise die Beschlagnahme oder Kopie von Speichermedien. Und ich möchte entweder zu der Situation zurück, dass wir zum einen über diese beträchtliche Ausforschung wieder reden und nicht nur über die Sicherheit und die Probleme, die sie damit haben, sondern dass wir auch darüber reden, was eigentlich in diesem Urteil steht, schon in Bezug auf Beschlagnahmen, über die schon gar nicht mehr gesprochen wird. Und in Bezug auf sozusagen die Mächtigkeit dieser Tools. Generell wünsche ich mir, dass wieder so ein bisschen, dass die Perspektive der Potenz so einer staatlichen Hacking-Software wieder mehr in den Fokus rückt und auch die Tatsachen, die in den Urteilen stehen, zum Beispiel, dass es nicht nur darum geht, Geräte zu hacken, sondern durchaus auch der Kernbereich betroffen sein kann, wenn man nur einfach unsere Smartphones oder Festplatten beschlagnahmt, dass wir darüber wieder stärker reden, um eine Agenda zu haben, was dagegen zu halten und nicht immer nur zu reagieren, wenn sie schon wieder irgendeinen Gesetzentwurf in Landespolizeigesetze oder im Bundestag haben. Das ist aber wirklich ein ziemlich krampfhafter Versuch, was Positives daraus zu generieren, wo wir natürlich, also klar, im Gesamtblick sehr, sehr deutlich geworden ist, dass wir auf einem relativ schlechten Stand beim Staatsräuner stehen. Aber wenn jemand einen hat, nehmen wir den immer noch mit Freuden entgegen und werden die Binaries auch gerne veröffentlichen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das war eine absolute Punktlandung. Vielen Dank dafür. Ich würde dir gleich das Mikro wieder übergeben und du suchst dir einfach die Leute, die Fragen stellen dürfen oder gleich Trojaner einreichen dürfen, selbst aus. Ich sehe eine. Wo ist denn, der sprang immer da. Danke. Ja, danke für den Vortrag. Ich wollte dich noch kurz korrigieren. Das Hacken von Dritten, also das, wenn man eine Person überwachen möchte, ist auch in Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen mit drin. Die Formulierung lautet dort Geräte, die von diesen Personen genutzt werden. Das heißt nicht, dass es sozusagen das Handy sein muss, das besitzt wird, sondern ich benutze ja auch einen Mail-Server, ich benutze auch einen Webspace und auch diese Geräte sind dann im Zweifel im Zugriff. Das ist richtig. Man muss ein bisschen sagen, also zum einen, Markus ist Co-Autor der CCC-Stellungnahme. I have to give him credit, das stimmt. Aber wir haben natürlich auch keinen praktischen Fall, muss man mal ehrlicherweise sagen. Die Diskussion ist noch relativ theoretisch, auch die Stellungnahmen dazu, weil noch nicht bekannt ist, dass das tatsächlich getan wurde. Ist natürlich richtig, ja. Aber muss man zugeben, also Bayern hat ja in vielen Fällen das Standardgesetz, die ja dann leider in dieses Musterpolizeigesetz rein sollen. Gibt es weitere Fragen? Ist jetzt hier auch kein Fragenzwang, so ist nicht. Ich weiß nicht, ob. Hallo, danke für deinen Vortrag. Ich glaube, in der Zeit gelesen zu dem Bayerischen Polizeigesetz, dass die Polizei dort aufgrund des Gesetzes künftig Daten auf dem Computer von Verdächtigen, Beschuldigten ändern darf und anschließend auch diese Daten dann gegen diese Person verwenden darf. Das würden Moment, ganz meine, sicherlich... meine Frage kommt noch. Wenn dem so ist, würde das doch im Umkehrschluss heißen, wenn ich irgendwann mal für irgendwas beschuldigt werde, wegen Daten auf meinem Computer, kann ich da jederzeit behaupten, sind nicht meine Daten. Hat irgendjemand mir draufgespielt, war die Polizei, wer auch immer. Da sie das dürfen, muss ich ja davon ausgehen, sie tun es auch. Also es ist nicht mehr als Beweismittel tragfähig dann. Zweierlei dazu. Das eine ist, das Problem, dass ein Trojaner nicht nur Daten ausleiten kann, sondern auch Daten verändern kann, ist natürlich ein altes. Das wurde schon tatsächlich schon 2007, 2008 debattiert, vor allen Dingen aber Gegenmaßnahmen, die man ja zum Beispiel daran sehen könnte, indem man eine erweiterte Protokollpflicht macht, sodass im Nachhinein zum Beispiel ein Strafverteidiger sehen könnte, welche konkreten Änderungen sind wann gemacht worden, um solche Manipulationen zu belegen. Aber die Behauptungen würden natürlich die Regierenden in Bayern zurückweisen, weil so ist es nicht gemeint.
Da geht es um, also was die ja meinen, sind technische Änderungen, die notwendig sind, um den Trojaner sozusagen vor der Aufdeckung zu bewahren. Die meinen ja nicht wirklich Manipulation, wie du jetzt meinst. Aber das Problem, das größere Problem, dass man sehr schlecht belegen kann, wenn jemand die Kontrolle, jemand Drittes über meinen Rechner hat, dass er auch Daten platzieren könnte, die besteht natürlich schon lange. Also da will ich jetzt gar nicht drum rumreden. Und teilweise waren wir in Diskussion auch schon mal weiter, weil diese Frage, wer muss was in welcher Genauigkeit protokollieren und wer kann dieses Protokoll von dem, was zum Beispiel der Command-Control-Server des Trojaners an Befehlen übermittelt bekommen hat oder welche Änderungen wurden im Verlauf der Überwachung an dem Trojaner vorgenommen, da waren wir eigentlich schon mal weiter. Da könnte man natürlich so ein paar dieser Schwächen abmildern, indem man später zum Beispiel dem Richter oder dem Strafverteidiger oder auch den Betroffenen so eine Protokolle kenntlich macht. Das ist aber so tatsächlich nicht vorgesehen, auch nicht in Hessen oder Niedersachsen. Okay. Ich hätte auch gerne mal bessere Nachrichten. Okay, ich sehe schon, dass die Fifth Crew, die ist schon da, die will bestimmt jetzt noch irgendeinen Abschlussfu machen, oder? Ich gebe mal Elisabeth wieder das Mikrofon. Genau, und ich sage mal herzlichen Dank, Constanze.